Hallo und herzlich willkommen zur Folge 547 der Sims 4 100 Baby Challenge. Ich habe noch nicht geschafft, Hamlet ein Makeover zu geben, aber ich habe geschafft, die beiden älteren Jungs ausziehen zu lassen. Und wie ihr hier seht, ich habe ein Foto von ihnen gemacht, ich habe dran gedacht und ich habe das Foto sogar schon, wo ist es? Wo ist es? Da. Da ist es schon im Flur aufgehangen. Warte, ich zeige es euch. Im Dunkeln. Es dauert nur eine Ewigkeit, aber es ist da. Seht ihr, seht ihr, seht ihr. Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe es aufgehangen. Es ist da. Super. Ich vergesse es ja normalerweise. Seid ihr stolz auf mich? Danke, ich bin auch stolz auf mich. Okay. Wir nehmen jetzt hier gerade eine recht kurze Folge auf, weil ich muss nachher zum Sport. Also muss. Ja, irgendwie schon. Ich bin verabredet. Eigentlich will ich nicht, aber naja. Jedenfalls, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Deswegen machen wir heute eher eine kurze Folge. Aber in der letzten Folge hat uns Phoebe gefragt, hey, hast du nicht Lust, heute Abend mit uns wegzugehen? Und ich dachte mir, wir waren ja vor ein paar Tagen in der neuen Welt, aber da hatte alles noch zu. Und ich dachte, es wäre doch ganz nett, wenn wir mit Phoebe zusammen jetzt mal dahin gehen und uns so ein bisschen erkunden, wenn die Sachen offen haben. Wir haben jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nichts mehr mit Phoebe gemacht, alleine. Also wir waren natürlich jetzt vor ein paar Folgen im Schwimmbad, wo sie dabei war, aber so nur wir beide haben wir schon länger nichts mehr gemacht. Von daher, warum nicht? Warum nicht? Wir könnten eigentlich auch. Ist hier eigentlich auch irgendwas Cooles in der Nachbarschaft? Weil hier in der Nachbarschaft sind die ganzen Essensstände. Und ich glaube, hier in der Nachbarschaft vielleicht nicht, weil ich sehe hier unten schon die ganzen Sachen eingemalt. Aber halt in eine Lounge zu gehen, wäre halt auch echt cool. Was machen wir? Was machen wir? Wir gehen erstmal in die Lounge. Wir gehen erstmal in die Lounge mit Phoebe. Weil ich weiß halt auch nicht, bei den ganzen Sachen, die man da essen kann, ob man die auch essen kann, wenn man schwanger ist. Ich meine, jetzt wo ich drüber nachdenke, in der Lounge kann man wahrscheinlich, sollte man manche Sachen vielleicht auch nicht trinken, wenn man schwanger ist. Naja, jetzt habe ich mich so entschieden. Jetzt machen wir das Beste daraus. So, wir sind hier. Ach, das ist aber hübsch. Das ist aber wirklich super schön. Ich würde gern das Outfit wechseln und irgendwas anziehen, was so ein bisschen fancier ist, weil wir gehen nicht so häufig aus mit Molly, weil wir die Baby Challenge Mama sind. Ich weiß gar nicht, was für ein Outfit das jetzt ist, in das wir reinwechseln. Aber wir haben das, guck, das ist hübscher. Wir haben nicht so viel Gelegenheit, uns so ein bisschen, ne, irgendwie hübsch zu machen, was Schönes anzuziehen. Da finde ich, muss man auch die Gelegenheiten nutzen, wo man es jetzt nicht unbedingt müsste. Ne? Also wo man. Kann man hier irgendwas machen? Kann man hier was machen? Tigerschutzgebiet. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja, wir unterstützen das gleich auf jeden Fall. Bevor wir nach Hause gehen, auf jeden Fall. Okay. Was ist hier sonst noch? Man kann hier doch ein paar Sachen machen. Welche Welt übrigens finde ich sehr, sehr gut ist bei den Sachen, die man machen kann, ist Mount Komorebi. Da kann man ja zum Beispiel diese Spaziergänge machen und so. Finde ich ganz cool. Das ist ein anderes Haus. Wir können hier auch wieder einbrechen. Meine Güte, Molly. Es ist irgendwie. Molly ist im Moment so in ihrer kriminellen Ära. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das ist aber auch sehr schön hier. Kann man hier irgendwas reinwerfen? Nein. Okay, gut. Naja, muss man ja auch nicht. Aber ich glaube, ich war richtig in der Annahme, dass hier nicht so viele Essensstände oder überhaupt Essensstände sind. Ich liebe, wie eng die Häuser nebeneinander stehen, irgendwie. Weil ich habe den Eindruck, dass so die viele von den Grundwelten in Sims 4, ne? Newcrest, Willow Creek und auch Oasis Springs, da waren die Grundstücke sehr weit auseinander. Und selbst später in Windenburg und so weiter, die später kamen, war es immer noch sehr auseinander. Ich habe das Gefühl, das ist aber mehr so ein amerikanisches Ding, dass man wirklich Grundstücke hat, die unglaublich weit auseinander stehend sind, halt auch außerhalb von der Stadt und nicht so, ne, Häuser direkt aneinander. Wisst ihr? Ist so ein bisschen mein Eindruck. Deswegen, ich finde das sehr schön, dass es jetzt auch mehr Welten gibt, wo es alles so ein bisschen enger und ein bisschen weniger so gerade ist, sondern ne, hier irgendwie, die stehen nicht alle so im rechten Winkel zueinander. Man hat nicht irgendwie so diese Grid-Straßenstruktur. Und dadurch wirkt es für mich einfach viel realistischer und irgendwie viel so, als wäre das halt ein Ort, der nicht so auf dem Reißbrett geplant wäre. Okay, wir haben ein bisschen Hunger. Ich würde gerne erstmal Phoebe
Ich weiß gar nicht, woran sie hier denkt. Phoebe hat sich irgendwas eingeworfen, bevor sie hingekommen ist. Ich würde sie gerne erstmal umarmen. Phoebe ist ja unsere Oma. Ich dachte gerade für einen Moment, sie verschwindet wieder. Aber nein. Und dann können wir ihr den Tag verschönern. Guck, wir haben uns extra nach unten gestellt. Fürsorglich. Ja, ich finde, wir haben eine fürsorgliche Familiendynamik. Damit wir uns wieder klein fühlen, sodass sie uns so von oben umarmen kann. Was ist eigentlich oben? Tische? Kann man daran irgendwas machen? Nicht so richtig. Okay, macht nichts. Ich liebe diese Laternen. Die sind sehr, sehr schön. Können wir mal hier an die Bar gehen und was bestellen? Es ist im Moment niemand, der an der Bar arbeitet. Lass mich mal hier in Ruhe mit diesem ständigen Gedönse hier, meine Güte. Arbeitest du jetzt da an der Bar? Nee, du gehst da nur durch. Können wir uns hier einfach irgendwas nehmen aus diesem Kühlschrank oder was das ist? Ah. Ich hätte eigentlich gerne lieber was für hier. Oh, Gollum hat Geburtstag. Aha. Wir können auch einfach an der Bar arbeiten. Wenn niemand da ist, machen wir das halt selber. Tatsächlich. Oder kommt hier jetzt gerade irgendwie ein Bartender, Bartenderin? Ich glaube nicht. Tatsächlich, als ich angefangen habe zu arbeiten, eine meiner Chefinnen bei der Firmenfeier, die wir hatten, hat sich direkt angeboten, hinter die Bar zu gehen und Getränke auszuhändigen und so. Und ich habe erst viel später erfahren, dass sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war und so ein bisschen kaschiert hat, dass sie halt selber nichts trinkt, dass sie halt da arbeitet, weil sie das noch nicht wollte, dass das Leute da wissen halt inzwischen. Dass sie in Mutterschutz halt inzwischen wissen das natürlich alle. Aber vielleicht macht Molly gerade so ein bisschen was Ähnliches. Wobei Molly, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu verstecken bei dir. Aber ich glaube, Molly kann nicht mixen. Mit Margot haben wir das ja schon ein paar Mal gemacht, dass sie so an der Bar gearbeitet hat. Aber ist hier ein Whirlpool? Warum können wir nicht reinsteigen? Wir können Schwanger nicht in den Whirlpool. Sind Whirlpools schlecht für Schwangere? Sind die vielleicht zu heiß? Oder einfach zu unhygienisch? Weil man da im Prinzip so in wie so ein Badewasser von anderen Leuten drin sitzt. Nur es blubbert. Man merkt, ich mag Whirlpools unglaublich gerne, so wie ich das jetzt hier beschrieben habe. Wo ist eigentlich Phoebe hin? Steht die noch da draußen? Ich sehe sie nicht. Hat uns Phoebe hier mithin begleitet und dann alleine gelassen? Als schwangere Enkelin? Shame on her. Man könnte ja jetzt denken, oh, Phoebe ist eine Seniorin. Der wurde es vielleicht zu spät. Der war das vielleicht zu anstrengend. Aber wir kennen Phoebe. Wir wissen genau, was passiert ist. Sie hat wahrscheinlich so ein Booty Call oder so bekommen von Joffrey und ist jetzt woanders Sachen am machen. Wisst ihr, wie ich meine? So kenne ich Phoebe. Würde ich wetten. Okay. Wir beschäftigen uns hier aber ganz gut. Stell mal vor, du bist so Mutter von zig Kindern. So an deinem freien Wochenende, das Wochenende an einem Montagabend halt, gehst du so in eine fremde Stadt, in eine fremde Welt, in eine Bar, wo niemand ist, hinter der Bar, und dann fängst du einfach an, selber da zu arbeiten, weil warum nicht? Tja. Okay. Ich würde gerne nochmal dieses Tiger-Dings schauen. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ach ja, wie schön das Wasser ist. Kann man hier drauf gehen auf die Brücke? Man kann da drauf gehen auf die Brücke. Ist ja auf der anderen Seite auch was. Ja, hier ist dieses Tiger-Dings. Da könnte man auch Leute sich verloben lassen, wie Emil und Isabella beim Lichterfest. Wir können uns aber reinschleichen. Das ist ein guter Zeitpunkt, weil wenn wir schwanger sind, können wir nicht sterben. Geh mal dahin. Man sollte in Sims sollte man die gefährlichen Sachen immer machen, wenn man schwanger ist. Aber wir können es gerade nicht mehr unterstützen mit Geld. Das sollten wir wann anders nachholen unbedingt. Ich finde das voll gut, dass wir sowas tun können. Bist du eigentlich schon im dritten Trimester? Du kommst gerade ins dritte Trimester. Okay. Wir können jetzt in der Elternzeit gehen. Außer unser Job ist halt Mutter, dann halt nicht. Ach guck, es ist ein Rabbit Hole. Aha. Aha. Auf frischer Tat ertappt. Oh nein.
Im Schutz der Nacht nähert sich Molly dem Eingang des Schutzgebiets und hofft, einfach hindurchzuschlüpfen und sich ein wenig umsehen zu können. Als sie gerade einen Fuß in der Tür hat, wird sie vom Schein der Taschenlampe eines Wächters geblendet. Auf frischer Tat ertappt und von dem anklägerischen Licht geblendet, soll sie schnell eine Ausrede finden. Mir fällt gerade ein, wir brechen schon wieder irgendwo ein. Also ich habe doch jetzt erst gesagt, das machen wir nicht zu unserer Gewohnheit. Aber Molly ist wirklich so in ihrer kriminellen Ära. Okay. Vorgeben, einen verlorenen Gegenstand zu suchen. Tirade über Tigerenthusiasmus. Wir sagen einfach, wir haben was verloren. Wir haben eine Route, wir haben was gefunden. Haben wir auch noch was geklaut? Warte. So schnell kann ich nicht lesen, Spiel, meine Güte. Molly erklärt, dass sie bei einem früheren Besuch etwas vergessen hat, das sie nur schnell holen wollte. Und dass dieses Etwas einfach total wichtig ist. Der Wächter scheint seinen Zweifel zu haben, hat jedoch tatsächlich etwas auf seinem vorherigen Rundgang gefunden. Er nimmt die Kiste für Fundstücke heraus und der einzige Gegenstand rappelt. Kommt das nächste Mal zu den Öffnungszeiten, anstatt hier rumzuschleichen. Wow, das hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, diesmal haben wir tatsächlich was geklaut. Wir haben was mitgenommen, was nicht uns gehört. Was ist denn eine Quaste? Ist das sowas wie ein Stein? Das gibt es ja nicht. Nee, das ist hier. Ach, das ist wie so ein Bömmel. Ah, okay. Sorry, ich glaube, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen mit meinem Kopfhörer. Können wir uns nochmal reinschleichen? Wir haben noch was verloren. Man muss sagen, jetzt wo Molly schwanger ist, können wir uns halt auch nicht hinter so vielen Sachen verstecken, weil wir einfach sehr viel Masse haben im Moment. Wir können wahrscheinlich auch nicht so schnell laufen, weil wir einfach verlangsamt sind, denke ich mal. Ich dachte eher, das ist wirklich eher so ein Tempel im Gedenken an die Tiger. Ich dachte, wir können uns wie so in ein Naturschutzgebiet schleichen, wo halt wirklich Tiger sind. Und dachte, so gut, wenn wir das schwanger machen, weil dann können wir nicht so schnell gefressen werden. Weil das Sims-Spiel würde halt eine Molly töten, aber nicht das Baby bei der Molly. Also halt, ne? Das wäre ja eine Option. Eigentlich. So, Schatzi, bist du schon wieder traurig? Können wir nochmal? Können wir nicht. Das ist enttäuschend. Was ist das hier? Das ist so eine Art Schrein oder so, ne? Wie eine Statue mit einem Tiger. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, Tiger noch vom Aussterben bedroht? Wahrscheinlich kommt es darauf an, welche Art von Tiger man meint. Oder sind alle vom Aussterben bedroht? Weil es gibt ja doch einige Tiere, die eine ganze Zeit lang vom Aussterben bedroht waren und dann auch durch Tierschutzaktionen irgendwann nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Wobei sie ja dann durch Klimawandelsachen ja erneut davon betroffen sein könnten, wenn halt durch Klimawandel ihr Lebensraum zerstört wird, ne? Aber ja, ich habe übrigens, wo wir bei Tieren sind, ich habe so einen Käfer, der bei mir überwintert. Seit Wochen sehe ich diesen Käfer immer mal wieder bei mir im Wohnzimmer. Der fliegt auch manchmal. Ich weiß gar nicht, wovon der sich ernährt. Von meinen Topfpflanzen oder was. Aber der wohnt bestimmt schon 3 Wochen jetzt bei mir hier drin und ich sehe den immer mal wieder. Und weiß ich nicht, wir sind jetzt in einer WG. Ich habe das so häufig, dass ich im Winter irgendwelche Insekten bei mir finde, die ich da nicht rauswerfen kann. Das kannst du auch noch ansehen, weil es draußen einfach zu kalt ist. Ich hatte in einem Jahr mal in Kohlweißling, also so ein Schmetterling bei mir. Dann hatte ich mal eine Biene, die ich ja auch ein paar Tage lang auch mit Honig füttern konnte. Die ist aber leider irgendwann gestorben dann doch. Und irgendwie, ja, also ich meine so Marienkäfer oder so, das ist ja relativ normal auch, ne, im Winter drin Marienkäfer zu sehen. Aber den Käfer, den ich habe, der geht eher so, also der ist schon, würde ich sagen, 1,5 Zentimeter groß. Der ist recht groß und weiß ich nicht. Ist auch eher so ein bisschen flacher, also es ist keine Schabe, es ist schon ein Käfer, aber weiß gar nicht, was das für ein Käfer ist. Aber er wohnt jetzt bei mir. Die Brücke ist aber auch schön. Auf die können wir aber nicht drauf, oder? Ach, es ist so schön. Ich liebe hier die Welt. Ach, guck mal, hier sind auch die ganzen Pflanzen, die ich schon bei Sulani so schön fand. Hier diese rosanen. Ich frage mich aber, ob das so von der Botanik her zutreffend ist, dass sie hier wiederverwendet wurden. Hier, die kommen auch noch aus Sulani. Ich glaube, hier die auch. Ob es die hier auch gibt oder eher nee. Ach, guckt euch das mal an. Das ist so schön. Oh. Ich habe gerade versucht zu sagen, irgendwie hier würde ich auch gerne leben. Dann ist mir eingefallen, wie viele Stechmücken hier wohl wären. Richtig viele. Ganz sicher. Die würden alle mich beißen. Weil sie immer alle mich beißen. Okay. Ach ja. Wollen wir uns dann vielleicht hier noch ein bisschen hinsetzen? Einfach hier sitzen und so ein bisschen genießen, dass wir hier sind.
gerade keine Windeln wechseln müssen, gerade nichts machen. Können wir doch mal tun. Das wäre hier auch so ein sehr romantischer Spot, wenn jetzt hier jemand dazu käme und wir den hier kennenlernen würden. Nö. Ich meine, dieses Kind wird ja irgendwann auch geboren werden. Dann brauchen wir ja Nachschub und so. Aber hier ist niemand, ne? Doch, da läuft jemand. Bist du denn ein Erwachsener oder bist du ein Kind? Du siehst so klein aus. Sieht mir eher nach einem Kind aus. Was machst du denn mitten in der Nacht hier alleine? Es könnten Verbrecher unterwegs sein. Wie Molly zum Beispiel. Okay. Ich finde das viel zu lustig dafür, dass es eigentlich gar nicht so furchtbar lustig ist. Aber sonst ist hier niemand unterwegs, ne? Außer hier in der Bar vielleicht. Sind hier Leute unterwegs? Ja, guck mal, ihr seid hier unterwegs. Seid beide Erwachsene? Ich mag dein Shirt, das ist sehr schön gelb. Und du denkst gerade an dein Flugzeug. Können wir dir mal Hallo sagen? Ah, wir kennen dich schon. Wir gehen mal hin und flirten mit dir. Was man halt so um 12:30 nachts so macht. Nachdem man gerade irgendwo eingebrochen ist, weil Molly scheint häufig mit Leuten zu flirten, nachdem sie gerade irgendwo eingebrochen ist. Vielleicht fühlt sie sich dann so lebendig, wisst ihr, wie ich meine? Wer weiß. Gelangweilt. Ich würde gerne mal wissen, ob er Single ist. Nicht, dass mich das abhalten würde. Aber ich würde es trotzdem gerne wissen. So als Info. Wir flirten einfach nochmal danach. Ist verheiratet. Tja. Das ist ein Ding. Über Politik streiten. Das ist vielleicht nicht so romantisch gerade. Stell mal eine schlüpfrige Frage. Nee, ist schon weg. Schon weg. Tja, das ist bitter. Nee, gehen gerade noch mehr Leute, also geht doch nicht. Ist ja fast so, als hätten wir hier schon einen berühmt-berüchtigten Ruf. Ich finde das gerade irgendwie, wir sitzen hier so alleine am Tisch, als wären wir nicht der Mensch gewesen, der hier allen irgendwie Drinks ausgegeben hat, weil hier kein Bartender war und wir eingesprungen sind, obwohl wir schwanger sind, obwohl halt eigentlich wir hier Zeit mit unserer Oma verbringen wollten, aber die hat uns, oh, hier sind diese schrecklichen Toiletten, wo man sich so hinhocken muss. Das hat so, als diese, die habe ich gesehen im Trailer, auch wenn ich sonst nichts mitbekommen habe von diesem Pack, dass diese Klos kamen, das habe ich mitbekommen, weil das ist so eine Kernerinnerung von mir. Früher war das noch sehr häufig, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich glaube, es ist nicht mehr so häufig, weil ich habe sie nicht mehr gesehen, als ich mit Buddy auf der Interrail-Reise da war. Aber früher war das sehr häufig, wenn man in Südfrankreich war, dass so auf Raststätten oder so überall diese Toiletten waren, also wo man sich so hinhocken muss. Und ich fand das so schrecklich als Kind, weil ich das nicht so richtig raus hatte, wie man da drauf geht, weil bei uns gibt es sowas ja nicht. Ne? Also ich war immer gewohnt, auf so ein Klo zu gehen, wo man sich hinsetzt. Finde ich nach wie vor auch viel besser. Und das war immer so doof, man ist da irgendwie im Urlaub unterwegs und muss mal aufs Klo und dann hat man nur diese Klos. Man ist so, warum kann es nicht einfach ein normales Klo sein? Ja, also als ich mit Buddy da war, 2019, habe ich keine solche Toiletten mehr gesehen, aber wir waren ja auch nicht irgendwie auf so Autoraststätten oder so. Wir waren ja mit dem Zug unterwegs, von daher weiß ich nicht, wie das heute aussieht. Aber nee, ich komme damit nicht gut zurecht, ich will nicht. Ich mag einfach ein normales Klo haben, bitte. Oder was heißt normal? Ich nehme an, wenn man damit aufwächst, ist das für einen normal. Aber halt für mich normal, so mit Sitz und Gedöns. Okay, ja, das war eine kurze und auch so ein bisschen, ja, was, wir sind nicht richtig mit der Baby-Challenge-Storyline hier vorangekommen in dieser Folge, außer vielleicht, dass Molly ihre kriminellen Machenschaften weiter explorieren konnte. Aber das ist ja mehr so eine Nebenquest, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, in der nächsten Folge müssen wir dann schauen, dass Gollum dann halt älter wird, ne? Und ich denke, so Ende nächster Folge oder übernächste Folge wird Molly dann auch Dracula zur Welt bringen.
Und dann müssen wir auch gucken, dass wir wieder schwanger werden. Und so nimmt die Baby-Challenge ihren Lauf. Ne? Okay, ich werde mich jetzt mal umziehen und dann zum Sport gehen. Es regnet auch draußen. Es ist so richtig fieses Wetter. Es wird gerade schon so halb dunkel. Es ist so Nebel und Regen. Und ich bin gerade hier im Kuschelpullover. Und ich soll mich jetzt umziehen in Sportsachen und zum Fitnessstudio und mich da bewegen. Ey. Ich muss einen Schaden gehabt haben, als ich diese Idee gehabt habe. Und danach bin ich wahrscheinlich so, oh, das hat mir so gut getan, das ist voll toll, das mache ich jetzt häufiger. Und dann melde ich mich wieder für irgendwas an, wo ich dann, wenn ich dahin soll, da wieder so sitze wie jetzt gerade und denke, jetzt soll ich da aus dem Haus bei dem Wetter um die Uhrzeit zu anderen Leuten, die häufig Sport machen und hängen da irgendwie hinten dran und kommen nicht mit wie so ein Horst. Nee. Warum tut man sich das an? Naja, gut. Ich schweife ab. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!